Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 14. Mit dabei sind natürlich wie immer die Xyra und Tour. Natürlich. Ja, der Avonacho. Moin, moin. Der Bad in Trouble ist nach wie vor momentan nicht da, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass er wirklich irgendwann mal zu uns stoßen wird. Und wir sind nur noch zu viert, weil der Nordisch, die hat sich auf eigenen Wunsch von uns verabschiedet. Richtig. Ja. Insofern nennen wir das jetzt auch nicht mehr die 5, sondern nur nach Friends. Das ist so zeitmäßig unabhängig. Dann sind wir flexibler, falls doch welche landen, wird ja wohl keiner gehen. Ja, wenn denn Bad wieder dabei ist und dann vielleicht auch mal wieder nicht und so. Genau. Das ist einfacher. So, es macht die ganze Ansage leichter. Es gibt viel, viel weniger Esser. Das hat auch Vorteile. So, wir sind, das müssen wir mal gucken. Entweder haben wir heute Dienstag oder wir haben Donnerstag. Das ist, ja, das wissen wir noch nicht so genau. Tendiert dann auch noch. Also, aber wir werden Dienstag. Gemacht, dass wir werden Dienstag haben. Wir haben jetzt Montagabend und Avo hat sich kurzfristig echt freigerissen, dass wir heute überhaupt noch aufnehmen können. Und das ist schon mal echt großartig. Und wir versuchen uns wieder zu finden hier. Die beiden sind irgendwie nördlich von mir. Ihr seht euch jetzt beide gegenseitig, ne? Auf der Karte. Ja, wir sehen ja, uns. Wir sind recht nah. Ja, ich wollte noch. Wir sind ja im verbrannten Biom. Oh. Da wollte ich mal ganz kurz einmal diese kaputten Häuser mitnehmen. Ja, aber schnellstmöglich nach Süden kommen irgendwie sonst. Also ist die Frage, wollt ihr dann zu mir kommen oder so? Weil, also ich habe ja hier ein schönes Laubwaldbiom mit Birken und so. Das ist nicht der Pinienwald dann, ne? Nein, das ist der nicht der Pinienwald, nein. Pinienwand-Tann, ne, oder? Bitte? Ja. Pinien sehen aus wie Tannen, läuft aber unter Laubbaum, ne? War das nicht so? Oder war das Lärchen? Die also, doch eine Tanne, die gar keine Tanne ist. Also war das eine Lärche? Pinien meine ich ja tatsächlich ein ganz normaler Nadelbaum. Okay. Ah, du weißt, was ich meine. Es gibt eine Tanne, die keine ist. Eine Tanne, die keine ist. Das ist eine Lärche, glaube ich, ne? Oder? Eine Lärche ist ein Vogel. Eine Lärche, die nicht schien. Nee, eine Lärche mit. Oha, Avo. Die werden auch unterschiedlich geschrieben, oder? Ja, werden sie. Avo, ich möchte nicht erst ins Verbrannte rein. So, und hier ist ein Haus am Horizont zu sehen. Ein ziemlich langes. Ach, scheiße, das ist eine Scheune. Du hast ja. Da gehe ich nicht hin. Das ist eine Scheune. Ich glaube, das ist eine Scheune. Da gehe ich nicht hin. Du hast ja die Möglichkeit, aufgrund dessen, wo du bist, das Gebiet einfach mal so ein bisschen zu untersuchen. Ja, aber nicht die Scheune. Und, Nee, ohne Scheiß, an Scheunen, wenn eine Scheune mit einem Zaun da ist, sind da Hunde drin, ne? Wollte ich mal so sagen. Ja. Das ist doch praktisch. Oh, was habe ich denn da? Das ist unheimlich praktisch. Dann meinst du, ich spawn vielleicht gleich danach bei euch? Ja, vielleicht. Da sind sie doch. Warum geht nicht? Boah, das ist ärgerlich. Hier ist auch eine Straße direkt. Ja, dann, wie gesagt, du kannst ja in der Zeit das schon mal untersuchen. Ich laufe die Straße nach Norden einfach mal. Das heißt, ich komme euch sogar ein bisschen entgegen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht liegt ja auf dem Weg dahin was. Warte mal, ich mache mir erstmal Marker, wo die Stadt ist. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Xyra. Oh, das ist die Straße, das ist die Straße, die zur Stadt reingeht. Wir sind also, die Stadt ist genau zwischen uns. Ist ja auch nicht so schlecht. Dann bringen wir einfach mal ein paar Zombies mit. Ja, ihr solltet euch ein bisschen östlich halten. Also ein bisschen östlich von der Nullerstadt wahrscheinlich. Mhm. Aber also ich gehe jetzt erstmal wieder aus dem verbrannten Biom raus, weil hier tue ich mir nur die Füße weh. Warum? Aber um euch beide mache ich mir jedenfalls gerade weniger Sorgen, weil ihr seid zu zweit. Ich glaube, ihr könnt euch auch gut. Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Ich habe ein verfallenes Haus gefunden, steht gleich neben der Scheune. Ja, das ist doch cool. Also weit genug weg, dass die Hunde eigentlich riechen können. Ich bin ja gerade hier nebenbei halt schon mal so Sachen am Machen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Kann man wieder. Nicht die Füße verbrennen. Beinahe. Man kann wieder Sachen. Schon, kann man nicht. Was ich wollte gerade sagen, nicht? Man kann wieder Sachen in der Hand nehmen und wegschmeißen. Nein, das geht nicht. Aber mit Kuh oder wie? Ja, mit Kuh habe ich das jetzt gar nicht mal so gemeint, sondern einfach nur in der Hand haben und. Inventar schließen, ist ja auch mal weggefallen, geht nicht mehr. Aber so, okay. Xyra, du
hast die Möglichkeit, im verbrannten Biom Nester wesentlich schneller zu sehen, ne? Ja, Nester, ja. Nester, das suche ich auch gerade. Ich will nämlich zu dem verfallenen Haus hier schon mal hin und Nester. Und ich nehme hier ja die Häuser, die hier im verbrannten Biom sind, auch noch mit und hoffe, da gute Sachen zu finden. Ja, da soll man schöne Sachen finden können. Das Bildsystem ist wie beim letzten, also wie bei der letzten Alpha auch noch, ne? Umso mehr man herstellt, desto besser das Skillsystem. Ja, aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch, weil du kriegst für jedes Stone Axe am Anfang, die erste hat Level 1, dann hat es 2, dann hat 4, dann hat 6, dann hat es 8. Das geht sehr schnell. Also man, okay. Ich habe zwar letztens nachts auch mal heimlich 6 Stück hergestellt, aber keine 50 oder sowas. Und du hast, du solltest, wenn du Punkte hast zum Hochskillen, dann solltest du die erstmal auf Scavenging-Dings da setzen, weil der Loot als solches eine bessere Qualität hat. Ich weiß nicht, meinst du das? Steht dabei. Für dich, ja, ich weiß, aber Scavenging Skills du von alleine. Je mehr du Loot ist, desto besser wird das von alleine. Und ja, schon. Bei Skills, wo das von alleine der Fall ist, versuche ich meistens Abstand davon zu nehmen, weil der Abstand das levelt sich halt von alleine. Halt, ne? So, das ist ja der Punkt dabei. Oh, ich habe irgendwas Schönes gefunden, glaube ich. Muss gleich mal nachholen. Achso, Baumwolle könnt ihr euch für Schlafsäcke sparen. Das sind jetzt Plant Fibers, die ihr braucht für Schlafsäcke. Yep, ich weiß. Na toll, und ich sammle hier schon die ganze ja, Zeit. Ja gut, für Erste-Hilfe-Bandagen ist das natürlich immer praktisch. Ne? Ja gut, das stimmt. Haha, doch nicht umsonst. Ich habe schon mal einen Kochtopf und Kaffee gefunden. Oi, perfekt. Super. Na, das lohnt sich. Also diese Häuser hier durchzugucken, lohnt sich definitiv. Ja. Deswegen mache ich das ja auch nebenbei. Da sind ja, ab und zu auch so nette Sachen wie Mininghelm und sowas drin. Zur Scheune traue ich mich noch nicht. Aber das ist schon mal gut, dass wir hier direkt an einer Straße sind. Das ist echt zwei schön. Zwei Kochtöpfe habe ich jetzt auch gefunden. Ja, super. Ja, guck, wir machen das schon. Ihr macht das schon, ja. Ja, wir hatten eben schon mal eine Aufnahme und dann hat es aber Kuras PC versendet und und das DS hat es auch versammelt. Und das Teamspeak auch. Und dann haben wir nach 12 Minuten aufgehört und starten jetzt gerade nochmal neu auf derselben Karte und sind jetzt aber eben ganz woanders rausgekommen. Aber mir gefällt das gerade auch. Wobei, ich bin ja auch nicht für verbrannte Biome. Ja, verbrannte Biome am Anfang. Ich bin ein bisschen unwohl, aber ich glaube, ich bin fast bei Abo. Also am Anfang ist ein verbranntes Biom gar nicht mal so schlecht, weil du findest wirklich alles, was du brauchst. Ja. Du musst nur genug Häuser durchgucken. Also ihr seid auch echt dicht zusammen, ne? Also wenn ihr direkt aufeinander zulaufen würdet, hättet ihr euch in weniger als 2 Minuten gefunden. Ja, ich müsste auch gleich bei ihm sein. Also von daher. Ich laufe auch quasi nebenbei in ihre Richtung. Ich finde nur wieder keine Federn in diesem Biom. Ich habe eben ein Nest gefunden. Entweder sehe ich die nicht, und ich glaube auch, dass die hier dünner gesiedelt sind, weil hier ist unheimlich viel Gras. Du musst unheimlich aufpassen, dass du mich nicht so erschreckst. Entschuldigung. So, ich glaube, ich kann mir so langsam mal einen Bogen machen. Ich habe nur 12 Pfeile, also es reicht, aber... Ach, guck mal, ein Kriecher. Der ist am besten mit der Fackel zu machen. Pass mal auf, ich zeig dir, wo ist er denn? Ich mach guck mal hier. Bogen. Siehst du ihn? Direkt neben ihm ist ein Nest, da ist was für dich. Nicole. Genau, du kriegst den Zombie und ich krieg das Nest, das finde ich gut. Der will aber nicht so, wie ich möchte. Der will nicht so schnell brennen. Nach einer Fackel endlich. Aua. Ja. Okay, lassen wir das mal und gehen weiter. Weil die scheinen hier doch ein bisschen schlimmer zu sein. Bisschen hartnäckiger? Ja, deutlich. Was normalerweise hätte ich den... Ja. Wo ist denn Val? In diese Richtung. Wollen wir da mal hin? Wie gesagt, ich würde mich direkt nach Süden. Ich würde mich versuchen, ein bisschen östlich zu halten, weil da muss ja auch irgendwo die Stadt zwischen uns sein. Mhm. Also ein ganz kleines bisschen. Nicole, hast du Scrap Metal? Nee, hab ich dann noch nicht. Nimm mal bitte. Oh, eine Wrench. Und dann... Ja. Sehr schön. Dann gehst du mal bitte in dein Waffenmenü und... Wo ist es denn da? Und stellst du mal bitte den Iron Force Club. Der ist nämlich besser geworden. Iron Reinforced Club da. So. Und dann kriegst du jetzt von mir zumindest nochmal den Rest hier. Weil halt.
Der geht aber gar nicht mehr, ne? Also, der hier, der hat es auch auf dich abgesehen. Guck mal. Ja. Oh, das ist mein Hinter. Das ist mein Hinter. Geh weg. Ich hau den die ganze Zeit von hinten ein auf den Sack und jetzt ist er kaputt. So. War ja auch lang genug. Das ist, glaube ich, wieder so ein Haus, wie wir hatten in der letzten Staffel. Das war ja nicht verkehrt. Wir haben auch ein Hausschwein, das läuft allerdings noch draußen frei rum. Ich muss mal gucken, ob ich es bin. Ist es diesmal nicht im Klo eingesperrt? Noch nicht. Ja, dann kannst du das ja einmal markieren und kannst dich mal nach eventuell nach dem Tier. Oh, das verbrannte Biom ist hier gleich nebenan. Ich sehe die Ruinen schon. Ne? Mhm. Du kannst ja in dem Biom einfach mal nebenher schon mal nach dem See gucken. Ja. Dann geht das nämlich auch ganz wunderbar. Nicole, du sagtest, du hast Kochtöpfe, ne? Ich leg mir ja. Ja, dann nimm den bitte auch mal mit. Ich gucke jetzt mal Richtung Scheune und dann lege ich mir aber erst den Schlafsack hier ins Haus. Gut. Haben wir wieder. Wo ist denn wer? Wir haben Wasser im Keller. Ja, dann brauchen wir erstmal. Guck mal, Brandy ist auch schon wieder da. Also ist dasselbe Haus, wir haben wieder Wasser im Keller, das heißt auch die Wasserversorgung ist erstmal gewährleistet. Das ist mal gut. Ja, dann lass uns doch. Das ist quasi ideal. Ja. Absolut. Und wir kommen dann jetzt erstmal auf den schnellsten Weg zu dir. Genau, das finde ich gut. Oh, Piggy, warte mal. Stehen bleiben, Miss. Bleibst du wohl stehen. Nimmst du das Häuschen hier noch mit? Quatschen. Ja. Aber pass auf Brandy auf. Ja, ich gebe mir Mühe. So. Jetzt haben wir schon mal ein schönes Steak. So, ich mache die Tür nach hinten mal dicht mit Woodframes, weil ich muss ja eh 3 Woodframes setzen für diese Questreihe, sag ich mal. Nicole, also, die aufwerten. Nicole, du hast schon Bogen? Nee, noch nicht. Okay. Ich kann aber schauen, ich müsste mir eigentlich einen herstellen können. Der ist gerade erstmal auf dem Weg. Ja, dann nimm du das Schwein bitte. Rest auseinander. Reicht schon. Der Schwein gar nicht. Nicht? Ist Ach, da ist jetzt es. Ist, okay. Wo ist es denn jetzt? Ach, da. Hier ist es. Ja, dann, warte, ich mach dann. Ich hab ja schon in der Tasche. Ging mir jetzt gerade nur um Brandy. So, das war's. Jetzt gehen wir weiter nach Beckwein. So, ich mach hier mir gerade. Ich mach mir gerade einen Schlafsack. Yep. Ja, ich muss gleich noch das ganze Zeugs alle sammeln. Ja, und dann gucke ich mir mal die Hunde an, also ob da Hunde in der Scheune sind oder ob das nur eine Scheune ist. Und wenn ich jetzt sterbe, dann ist das halt so, weißt du, so. Ja, wenn du einen Schlafsack gesetzt hast, ist auch wurscht. Ja, eben, genau. Das ist der Gedanke dabei. Okay. So, jetzt habe ich auch gleich meinen Bogen. Das ist sehr gut. Ich gehe schon mal ins linke Häuschen. Oh. Ach, nee, und da ist noch ein rechtes. Mit. Und das kommt da rein. Oh, und da ist ein Brandy. Nee, den kannst du behalten. Das machen wir schon klar. So. Der kriegt jetzt. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Oh. Der war mal mit einem Schlag um. Oh, warte. Bleib liegen. Bist du liegen bleiben. War doch noch gar nicht so weit. Kraft. Regnet das draußen? Oh, das schüttet hier gerade. Ich wundere mich, was das für ein Rauschen ist. Die Flut kommt. Okay. Nee, das hatten wir heute Nachmittag hier. Oh, ich habe ja einen Knochen. Machen wir uns erstmal ein Messer. So. Den Stoff lasse ich hier, den Wrench lasse ich hier. Maple Seed, den Landclaim Block, den können wir scrappen. Brass, das nehmen wir mit. So, okay, go. Jetzt bin ich auch schon mal bewaffnet. Kommst du dann in meine Richtung, weil ich habe dann noch was gesehen. Bewaffnet. Ich hätte sogar 2. Boah, nicht die Füße verbrennen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal so ganz langsam Richtung Wegwall. Damit er nicht. Ach, da waren wir ja schon. Okay. Dann komme ich wieder zu dir. Okay. Da ist Wegwall. Mal gucken, ob dieses Ding einen Zaun hat oder nicht. Straße. Ich hoffe, es hat keinen Zaun. Oh, Straße ist schön. Ja, das wird allerdings die sein. Oh, und ein Huhn. Das holen wir uns jetzt. Warte mal. Bleib stehen, du. Huhn. Hat die jetzt einen Zaun oder hat die keinen Zaun? Na, also geht doch. Die Scheune. Bin gerade noch am Nester looten. Mhm.
Und ich loote gerade mal da drüben. Das klingt irgendwie gemeiner. Es klingt so, als würde jemand vor meinem Fenster pinkeln. Ich habe das im Baugerüst. Läuft der jetzt, das hört sich wirklich so an. Oh, Hund! Na sowas. Es sind also doch Hunde drin. Ja, ich bin infiziert, sehr schön. Oh, jetzt wollte ich gerade kurz mal an der Seite flüchten. Der Hund hat mich gebissen und jetzt lässt er von mir ab und jetzt kommt er wieder. Und jetzt, oh, jetzt okay. Läuft er zickzack. Das ist Nicole? Ja? Kommst du mal? Die Hunde sind ein bisschen verbuggt, glaube ich, gerade. Die Straße sollten wir jetzt nicht so weitergehen, weil das dürfte direkt zur City führen. Wie viele Federn, Pfeile hast du? Pfeile habe ich 19. Mal. Nimm mal. Ich habe aber 113 Federn, also... Ja. Und kein Velcro-Wert noch welche haben. Ich glaube, der Hund backt hier an dem... Der läuft vor mir zickzack. Ich treffe den noch so nie, ey. Boah, hält der viel aus. Ich hab 4 Pfeile gefressen. Eigentlich brauchst du den nur mit einem ordentlichen Knüppler auf den Sack geben. Da vorne ist ein Bär. Wo? Links von uns. Wieso sehe ich den nicht? 5 Pfeile, der steht hinter immer noch. Hinter dem Baum dürfte er aus deiner Sicht sein. Dann gehen wir mal hinter diese Bäume. Wollen wir noch so 1-2 Bäume fällen? Also du einen, ich einen? Ja. Mal schauen, wie viel meine Axt noch mitmacht, aber... Und denk dran, die Büsche, die du hier siehst, die kannst du direkt mitnehmen, ne? Ich weiß, dass hier noch ein zweiter Hund ist, das ist das Problem. Endlich ist er weg. Kümmere dich erstmal um den einen, dann um den anderen. Ja, ist nur doof, dass ich infiziert bin. Wenn jemand Honig findet, bin ich dankbarer Abnehmer. Ja, sonst... Da musst du dich leider mit einem Zombie anlegen. Wäre ich? Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir Honig wegkriegen sollten. Blut? Finden wir immer noch, oder nicht? Weiß ja, aber nicht. Eher selten. Also ich wüsste jetzt gerade nicht so. Okay. So, will ich mich jetzt noch mit dem zweiten Hund anlegen? Oh, ich mache mal eben das Fenster zu. Das wird bei dem Mikro hörst du das nachher gar nichts mehr. Also jetzt nicht vor mir stellen, ne, Nicole? So. Nee. Boah, mein erster Hund. Ich bleib hier bei meinem Bäumchen. Okay. Ja, manchmal kippen sie auch noch links und rechts, deswegen... Jetzt gleich aufpassen, meiner fällt jetzt gar nicht. Ach. Ich hab deinen Baum auch im Blick. Na toll. Die Axt, was denn? Der muss neu sein, der Hund. Okay. Ich hab doch gesagt, wenn da eine Scheune mit Zaun ist, sind da Hunde und sonst nicht. Diese Scheune hat gar keinen Zaun. Der Hund und ist, wusste, der hat hier gar nichts zu suchen. Das wusste er aber anscheinend nicht. Der hätte sie ihm vielleicht mal sagen sollen. Okay, der andere Hund rennt draußen auf der Wiese entlang, stelle ich gerade fest. Aha. Auch ein schönes Häuschen gefunden. Okay, jetzt hat er mich. Und Ressourcensteine. Irgendwie sind die verbuggt, die Hunde. Mhm. Nicole, nehmen wir noch so 2-3 Ressourcensteine mit, dass wir Stein alles haben? Ja. Oh. Werkwein, ich habe ein Haus mit Schmiede gefunden. Okay, das klingt viel cooler. Das ja, wobei sieht ich auch sehr hübsch aus. Ich habe jetzt 2. Ne, 2 Hide ist zu wenig. Müssen wir halt nur gucken, ob wir hier in der Umgebung noch Wasser finden. Beziehungsweise wie weit ist Wake Wide weg? Oh. Ah! Oh. Na nö. Wake Wide. Wo bist denn du? Im Süden für euch. Ach du Heilige, da ganz unten. Wolltest du dann doch zu uns kommen? Kann ich machen. Ich kann gerade nicht. Jetzt muss ich hier kämpfen mit dem Hund. Wenn er leere Gläser hat, kannst du die ja schon mal füllen. Ich kann abhauen. Soll ich zu euch kommen? Ja gut, wenn ihr ein Spielerhaus habt, komme ich zu euch. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du leere Gläser hast, kannst du die am Wasser schon mal füllen. Weil die haben wir gerade nicht. 1. Mittlerweile tauchen jetzt auch Zombies auf. Ja, dann trink dein Wasser noch, hast du 2. Und dann kannst du die direkt füllen. Weil wir haben ja Kochtöpfe. Wir können direkt kochen. Ja. Noch ein Nest. Vorsicht, da sind noch 2-3 Zombies. Seid ihr jetzt, habt ihr jetzt ein, ich habe mir nicht aufgepasst, habt ihr jetzt ein anderes Biom gefunden? Nee, wir dürften im gleichen Biom sein, auf der anderen Seite der... Ihr seid nicht mehr im verbrannten Biom, so meine ich das. Oder? Nein, nee, wir sind im Grasbiom. 14.50 Uhr, ob ich das schaffe zu euch? Könnt ihr das abschätzen? Schwierig. Vorsicht! Geh weg! Ja, ich versuch's. Zur Not bleib ich die noch... Weiter, lauf! Ich kann nicht... Jetzt bin ich hier gleich, nein, jetzt bin ich da. Oh nee, ne? Ja.
Da waren jetzt drei Stück auf einmal. Ich wollte dich da irgendwie schützen. Und ich höre nichts und ich sehe nichts. Versuch die hier jetzt alle nacheinander. So, dann komme ich jetzt mal. Boah, wieso laufen die? Und warum laufe ich nicht? Ich laufe nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich renne nicht. Mach einen Bogen weg oder sowas. Rechtsklick einmal. Andere Waffe ausführen. Sonst ah, jetzt, kannst du nicht rennen. Alles klar. Alter. Und ich komme jetzt so schnell wie möglich wieder runtergelaufen. So, wo ist mein Schlafsack? Da. Was für ein Scheiß. Ihr hattet auch schon Schlafsack gesetzt, glücklicherweise, ja? Nein. Ich nicht. Ich werde mir erstmal einen herstellen. Das solltest du jetzt das machen, das war ja. mit Fiber, ne? Ja. Das ist so? Okay. Ja, sag dir auch den Quest. Ja gut, da bin ich noch nicht. Na look, hat das hier kein Wohnzimmer? Ach doch, das ist das Wohnzimmer. Hier ist ja nichts zu looten. Okay, dann lauf ich los. Ich habe meinen Schlafsack jetzt auch wieder aufgesammelt gerade. Obwohl, vielleicht eine doofe Idee. Xyra, so. Also du bist da, wo du bist, ist das Haus, ja? Bei mir in der Nähe, ja. Ich habe mich jetzt gerade ein Stück entfernt, damit ich hier erstmal... Nee, pass auf, ich setz meinen Schlafsack doch hier ab, weil damit ich wenigstens hier spawne, bevor ich irgendwo rauskomme. Also ich bin wieder ziemlich nah in meiner ersten Position rausgekommen, deswegen ich werde jetzt auf direkten Wege runterlaufen und quasi wieder die Häuser mitnehmen, die ich dann hier noch finde. Ich laufe jetzt auch Richtung Xyra. Noch zwei Kaffees. Ich hoffe, dass ich das noch vor Anbruch der Nacht schaffe. So, wir sind bei 21 Minuten. Oh je. Okay. Wollte ich nur so sagen. Nicht irgendwie. Also wir können ja noch, aber nee, wir haben heute noch viele Folgen vor. Insofern würde ich sagen... Ja, verabschieden wir uns hier ganz höflich. Und dann gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Folge schaffen, dass wir alle lebend wieder beieinander ankommen. Das wäre sehr formidabel. Ah, das schaffen wir auf jeden Fall. Jetzt, wo die Zombies da weg sind, kann Xyra sich ja auch schon mal... Ach verdammt, jetzt habe ich das Wasser nicht nachgefüllt. Okay. Naja, weg sind sie noch nicht, aber... Kann ich meinen Schlafsack hier einfach in die Wildnis legen, ohne dass dem was passiert? Okay. Du kannst dann, wenn du willst... Dich auch erstmal ein bisschen umgucken. Ich lauf nochmal zurück zu unserem Haus. Ist das denn so weit? Nee. Aber eventuell habe ich dann Zombie am Arsch. Ja, habe ich. Nicole, dass du dich dann in der Umgebung mal nach Wasser umschaust? Das kann ich nicht. Weil mein Schlafsack ist ja ziemlich nah am Haus dran, ne? Also von daher, das wieder zu finden, ist dann nicht das Problem. Ja. Also einen Keller mit Wasser zu finden, ist natürlich schön. Aber das Forge-Haus ist schon... Das Bessere, sag ich mal so. Ganz zweifelsfrei müssen wir am Anfang erstmal richtig nach Wasser suchen, aber das kriegen wir wohl hin. Ja, wir wollten aber eigentlich die Folge beenden. Also, mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch, da teilt es auf euren Social Media und schaut auch bei den anderen rein. Genau, da würden wir uns freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.